schon amüsiert. Du sprichst irgendwie, ahnte ich, dass ich mich hier... Ich hab's... Richtig. In dieser aufregenden Welt ist aufregend... Du irgendwie... Richtig. In die... Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich... ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber... so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du... Du meinst, ich sollte es mal... Bravo. Du hast die einzige Möglichkeit... Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Du siehst, mach mal einen Wurf. Du entdeckst. Petrulla. Sieht sie dieses Amulett, das meine geheime Herkunft ver... Ich weiß nicht. Schon, aber... Dann nicht. Schade. Sir Drogelot. Drogelot. Also, und sei zufrieden. Mach mal ein... Muss ich? War ja... Schnippo ist wohl der hässlichste Narr. Nanu. Wen haben wir denn? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Lodern in dieser kleinen Brust. Aha. Dann lass dir einen Schluckes runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht... Also sei eine brave Barbaren. Lillegrim konnte kaum... War dies nicht ein Fan? Wo war denn der Spaß dabei? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einen Lod... Wenn überhaupt, macht zu dumm, dass es ihr nicht... Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde... Die vermummte Gestalt. Komisch. Ich kann aus welchem Sourcebook stammt die denn? Denk an die erfolgreichste Schl... Also sei ein... Mach mal... Muss ich? Gut. Die Kugel steckte. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie, ohne dich drängen zu wollen. Vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es... Ich muss dich eindringen. Siehst du nicht, dass du die... Das ist doch... Zu den Waffen! Man hat uns den Krieg blast! Oh, dieser Tod muss... Es reicht! Ich halte das nicht... Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders als die... Zu den... Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt...
Allen voran Lillegrim. Und während in der Anstalt die Würfel rollten in... Manchmal war es offenbar doch die Schlacht. Die Kobolde hatten dem Unbändigen die Pläne des Kobold... Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly, das war ein... Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein Bild... Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an! Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks, Schnippo. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Jetzt Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Ja, was muss ich denn jetzt machen? Warte, was habe ich denn gelernt? Wütend werden. Kann ich das irgendwo benutzen? Ich stricke für... Ich hoffe nur, der kann mich bekommen. Hä? Zweimal am Tag Pizza zu... Nur Game Design. Nur gehen diese Taten sowas. Ja. Die Tür war... Das hatte Lilly. Es war... Lilly war einfach... Lilly freute sich immer, wenn... Aber meist waren das nur Brot. Die Tür... Es... Lilly...
Es war Lilly. So, steckt da ein Pfeil drin? Vielleicht ist der jetzt auch draußen. Das wäre ja sehr witzig. Oh nein. Was tut, weißt du, also bist Restaurant, dieser behinderte Rasenhase, Rasenhase. Wo ist das? Lilly beschloss das und wieder es Lilly. Ich zum Turm hier. Das hat Lilly aber was einen Lilly freute sich, aber meist waren das nur Brotkrumen. Was für übrig bleiben? Es Lilly war nicht geschickt genug. Vielleicht muss ich noch die Erfahrungspunkte. Hast du noch was im Inventar da? Die sind raus. Du bist wahrhaftig ganz rot. Jetzt gib mir meine Erfahrungspunkte. Ich will Geschicklichkeit auf. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Ausdruckstanz, Musik. Eigentlich vielleicht gibt es kein Talent wie oder Punkte vergeben. Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht ein. Am liebsten hätte doch etwa. Wütend. Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Da behaltet, ich will nichts mehr damit zu tun haben.